Servus Leute, was geht ab? Mein Name ist Saranos und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play WoW PvP mit unserer Blutelfin Aletris am Start im Tempel von Katmugu, oder sollte ich eher sagen Tempel von Hotmugu, nämlich wir sind nämlich in der PvP-Rauferei, wo wir erhöhtes Tempo haben und, also alles ein bisschen schneller, Wiederbelebungszeit verkürzt und, also hier geht es dann schon ordentlich zur Sache. Wir sehen auch, dass wir hier so ein Speed Boost haben. Ich weiß nicht, ich glaube, einen Damage Boost gibt es nicht, aber das spielt ja jetzt mal erstmal hier keine Rolle. Ach du heilige Scheiße. Okay. Okay. Ja, erstmal passiert hier so einiges. Ach du Scheiße. Eieiei, ich weiß gerade gar nicht mehr. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wo ich bin. Mein Gott. Das ist ja echt wild hier. An der Stelle. Alter Vater. So, aber den konnten wir jetzt wegkloppen. Pass auf, dann geben wir dem jetzt mal hier ordentlich eins auf die Nase. Zack. Mein Gott, aber wir drücken. Also wir drücken Damage, aber es dauert ein bisschen, bis wir hier wirklich mal. So, zack, der ist nämlich down. Das ist sehr gut. Und dann können wir dem hier nochmal eins über die Nuss hauen. Sehr schön. Okay, hier kommt direkt ein Heiler. Der will es dann auch nochmal wissen. Okay, der fliegt jetzt da hoch in den Horizont. Aber auch den können wir jetzt... Ah, okay, mehr oder weniger entspannt. Alter Vater, aber das ist ja wirklich... Das ist ja... geisteskrank mit der Tempoerhöhung und so. Eieiei. Und wir führen auch gerade, was gut ist. Okay, der Kollege geht jetzt auch direkt hier rein. So, aber auch den kriegen wir locker tot. Das ist gar kein Problem. Hier nochmal kurz heilen und dann können wir uns da auch schon die nächste Kugel einmal holen. Aber wir hatten diesmal noch gar keine. Muss ja auch nicht unbedingt sein. So, gib die Kugel weiter. Wirf die Kugel, der macht zum verbündeten Ziel. Ah, okay, das kann man auch machen. Ist natürlich auch nicht schlecht. So, dem hier auch nochmal auf die Nase gehen. Das Kämpfen macht echt Bock mit diesem Tempo-Boost. Weil man dadurch halt so extrem viel Damage macht. Alter Vater. Jetzt wollen die es hier aber echt richtig wissen. So, wir können jetzt halt, ne, wir können jetzt halt versuchen, hier so gut wie es geht unsere Flagge zu verteidigen, unsere Kugel, aber wird uns halt nur gelingen, wenn wir hier nicht wirklich fixiert werden. Okay, da war es jetzt schon zu spät, da haben wir zu sehr auf die Schnauze bekommen, aber verkürzte Wiederbelebungszeit, wir sind direkt wieder da. Aura des Kreuzfahrers einmal an und dann können wir direkt wieder auf Aura der Hingabe wechseln. Das darf ich nur nicht vergessen. Das ist dann immer so ein Ding, wenn man das vergisst. Das ist dann schon relativ blöd. So, was machen wir, was machen wir? Okay, das sieht nicht so gut aus. Das sollten wir auf jeden Fall hier unterbinden. Der Kollege zieht jetzt hier alles Mögliche, aber wir geben auch dem hier nochmal ordentlich auf die Nase. Und können jetzt hier nochmal drauf gehen. Eieiei. Okay, die Fighten bringt jetzt nichts. Sehe ich mich auch ehrlich gesagt nicht drin. So, ich sehe mich eher so in dem Kollegen hier. Okay, der hat jetzt irgendwie seinen Tod vorgetäuscht. Seit wann können Druiden das eigentlich? Ich habe ein bisschen was verpasst irgendwie. In letzter Zeit. Ist ein bisschen WoW eingerostet, wenn man das so sagen kann. Ah, okay. Mein Gott, das ist ja eine Schlachtungsorgie hier. Das ist ja Wahnsinn, ey. Das ist wirklich Wahnsinn. Wie krass hier alles vonstatten geht. Ja, wir sollten uns jetzt... Ah,
Ah, okay, das hat nicht so gut funktioniert. Das ist zu weit entfernt. Ah, komm. Hat der eigentlich jetzt auch eine Bubble drauf? Nee. Aber der Kollege hier. Okay, wir sollten aber trotzdem gucken, dass wir halt objective-orientiert spielen. Das ist halt immer noch wichtig. Das darf man nicht vergessen. Wir können uns jetzt nochmal hier gegen heilen. Sehr schön. Und dann würde ich halt auch direkt wieder in die Mitte steppen. Ach du Scheiße. Der macht da wieder den Flying Master da hoch. Ja, wir können halt nichts machen, ne? Ja, doch ein bisschen was. Ein bisschen was können wir machen. Wir können uns hier zumindest mal für den Moment am Leben halten. Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Alter. Vater, will man das hier? Ich weiß es nicht. Da haben wir auf jeden Fall noch einen wütenden. Ja, und der macht uns jetzt kaputt. Ja, da haben wir keine Chance. Ich habe noch göttlicher Schutz gezogen, aber da reichen die 30% Damage Reduction am Ende dann auch nicht mehr. Ist auch nur noch ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber ich würde sagen, bis jetzt macht's echt Bock. Also, es läuft gut, würde ich sagen. Ah, okay. Hier sind wir jetzt im Dauerstun. So, auch bei dem Kollegen müssen wir auf jeden Fall ran. Okay, jetzt sind wir hier verängstigt. 2,5 Sekunden, Nase juckt mittlerweile auch. So, hier auf jeden Fall ranbleiben. Die Kugel holen, das ist wichtig und richtig. Die brauchen wir auf jeden Fall, um dann hier direkt in die Mitte zu steppen. Und da auch nochmal ordentlich zu unterstützen. Auch den Kollegen sollten wir jetzt mal hier in die Mangel nehmen mit ordentlich Tempo. Ach du Heilige. Wir können echt froh sein, dass wir Pala sind und trotzdem. Ja, mein Gott. Aber da hilft auch halt nicht viel, ne? Alter Vater, es ist aber auch wirklich. Okay, er bietet jetzt hier den. Ach du. Ah, okay, da hat es nicht mehr gereicht. Da hat es nicht mehr gereicht, aber wir holen das Ding hier. Sehr, sehr schön. Zumindest, ja doch. Wir sollten das hier holen, das sollte kein Problem sein. Und dann war das doch eine richtig geile, nice Runde. Ich würde sagen, richtig schön knackig. Jetzt haben wir gewonnen. PvP-Rauferei abgeschlossen. 1220 Ehre. Damit sind wir auch wieder ehrentechnisch richtig voll. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Hat echt Bock gemacht. Richtig cooler Modus. Vor allem auch wirklich mit dem. Ah, der hat hier auch richtig rausgeknallt. Nee, aber richtig cooler Modus. Vor allem, weil alles so schnell geht. Ne? Siegespunkte sind wir sogar Erster von der Horde. Nice. Und ja, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne Feedback da. Probiert den Modus auch mal selber aus. Hat echt Bock gemacht. Spielt sich ganz anders, wenn man mehr Tempo hat. Und ja, in dem Sinne, hau da rein. Euer Zeranos. Ciao, ciao.